Die SuperSogo CPX, ein sportliches Gerät mit ordentlich Power, oder? Genau, das ist jetzt von Wimoto die etwas größere Variante, im Gegensatz zu der CUX, die wir auch schon vorgestellt hatten. Das ist jetzt halt eben äquivalent zu einer 125 Kubik Roller mit 90 km/h. Mhm. Also man sieht schon den Unterschied zu, wir haben vorhin die kleinere vorgestellt mit knapp über 60 Kilo. Wie viel bringt die hier auf die Waage? Bringt, mit einem Akku bringt die tatsächlich 108 Kilo auf die Waage. Mhm. Und einen zweiten, der hat halt eben 18 Kilo. Ja. Also ja, ist schon etwas schwerer, aber dafür auch etwas größer. Ne? Etwas größer, mehr Power und Reichweite ist mit zwei Akkus wie hoch? Anhand von den Daten von Kunden sind wir im Durchschnitt bei circa 250 bis 280 Kilometer. Aber man muss dazu sagen, nicht bei voll aufgezogenem Hahn. Ne? Mhm. Also bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit 45-50 fahren wir halt eben tatsächlich so um die 250 Kilometer dann. Ne? Ja, aber das ist doch schon ordentlich. Das da kann man mal so eine Tagestour planen, ohne noch zwischenladen zu müssen. Ganz genau, ne? Ja. Also wenn man ein paar Kilometer machen will, besonders bei feinstem Wetter, wie wir in den letzten Tagen hatten. Und man hat den Vorteil, man hat genug Platz für Sozius, heißt es, gell? Richtig. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, ja, könnten hier sogar 3 Personen Platz nehmen, was natürlich nicht darf. Ja. Ja. Das dürfen wir nicht, aber wir haben, wie gesagt, ordentlich Platz hier auf dem Fahrzeug. Mhm. Ja, also eine große Sitzfläche. Das heißt, auch Leute, die ja, ein bisschen fülliger sind, haben da auch noch genug Platz, um sich da gemütlich vorzubewegen. Definitiv, ja. Und hier kann man noch einen, wie heißt das, Kofferraum? Das ist ein Topcase. Topcase, genau. Hier ist halt eben der Vorteil, da ist schon ein Gepäckträger angebaut. Bei vielen Fahrzeugen oder bei den meisten Fahrzeugen ist es halt eben so, dass man den noch dazu kaufen muss, umbauen muss. Und hier, wie gesagt, ist der Vorteil, der ist schon angebaut. Und dann müsste man halt eben einfach nur noch einen Topcase drauf machen. Das kriegen wir hier bei mir auch. Genau, ich schaue gerade, das ist doch gerade eine gute Gelegenheit, um eure Zubehörecke mal vorzustellen. Also Topcases gibt es hier und ihr habt eine riesige Auswahl an verschiedensten Helmen. Genau. Also hier kann der Kunde gemütlich den Tag verbringen und mit seinem Fahrzeug direkt auf die Route gehen. Also da ist alles dabei. Von welchen? Mit Visier heißt das, gell? Genau. Also ich bin neu in dem Metier. Also wir haben Integralhelme. Wir haben Integralhelme, wir haben Klapphelme, wir haben Jethelme. Also alles, was das Herz begehrt. Alles dabei. Der Spiegel steht auch schon parat, damit man seine Optik direkt überprüfen kann. Gut. Also auch Nierenschutz? Nierengurte, genau. Nierengurte, Handschuhe, Topcover, also im Prinzip ein Cover fürs Fahrzeug, ja, um Regenschutz. Man kann sich hier komplett ausstatten. Ganz genau. Und hier auch Kleider habt ihr auch, ein bisschen so ein paar Retrohelme. Ja, schick. Aber nochmal zurück zur SuperSogo. Dann hauen wir noch ein paar technische Fakten raus. Ja, wir haben hier ein Fahrzeug mit 4 kW, also 4000 Watt. Hört sich im ersten Moment erstmal wenig an für eine 125er, sage ich jetzt mal. Weil normalerweise haben wir ja irgendwo 10, 11, 12, 13 PS. Ja? Mhm. Haben wir hier nicht, aber wir sind im Elektrobereich. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Newtonmeter, wir haben einen ganz anderen Drehmoment. Mhm. Und dementsprechend reicht das vollkommen aus. Wir haben eine Endgeschwindigkeit von 90 km/h. Und was kann man noch sagen? Ja, wir mit der Reichweite kombiniert, das ist so ein schönes ja, so zum Cruisen, Fall. So zum, ja. Also entweder für den Alltag oder einfach mal für eine kleine Wochenendtour, ist doch optimal. Das passt, ja. Dann haben wir hier noch einen Radnabenmotor. Bei vielen Fahrzeugen ist es halt eben so, also bei den Fahrzeugen über 45 km/h, ist es so, dass wir entweder einen Ketten- oder einen Riemenantrieb haben. Hier haben wir halt eben noch den Radnabenmotor. Mhm. Das bedeutet, wir hören das Fahrzeug auch nicht so wie ein kettenangetriebenes Fahrzeug. Ja? Mhm. Ja, also man könnte aber auch hier Module einbauen, Soundmodule einbauen, dass wir halt eben gehört werden. Gut, schmeiß mal an. Dann zeige ich noch einmal ganz kurz die Akkus. Okay. Das ist genauso erst die wie Akkus, bei der CUX. Ja, kann ich halt eben hier lang drauf drücken. Dann springt hier auch der Kofferraum, sage ich jetzt einfach mal, springt auf. Und man sieht da, wir haben zwei riesen Akkus. Mhm. Ja, die parallel.
laufen. Die parallel geschaltet sind, genau. Also die laden und entladen sich auch parallel, richtig. Und hier ist nichts mehr drunter. Hier ist nichts drunter, nee, das ist einfach nur ein Sitz, ganz genau. Aber ein paar Kleinigkeiten passen da schon noch in die... Na, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also da ist halt eben wirklich gerade noch Platz für das Ladegerät. Mhm. Ladezeit ungefähr. Wenn man das halt eben hier so sieht, ja, da passt genau das Ladegerät rein und hier das Ladekabel im Endeffekt. Mhm. Ne? Okay. Die Ladezeiten, wir haben 45 Ampere-Stunden Akkus. So, wir haben ein Ladegerät von 15 Ampere-Stunden, das heißt 3 Stunden sollte der von 0 auf 100 sein. Mhm. Und da sind wir bei 6 Stunden von 0 auf 100 bei beiden, aber wir entladen das Fahrzeug ja nie auf 0. Ja, und wir haben auch gesehen, man kann hier die Akkus natürlich auch entnehmen zum Laden, aber man kann auch hier direkt... Genau, in dem Fall macht es halt eben schon Sinn, dass man halt eben das Fahrzeug vorne an der Ladebuchse lädt, weil der Akku, der hat halt eben schon 18 Kilo, 18 Kilo ist halt eben... Mhm. Nicht unbedingt so ein Leichtgewicht. Ja, da hat man was zu schleppen. So, wir können hier auch Keyless Go fahren. Ja, Fahrzeug ist jetzt eingeschaltet. Okay. Und da sehen wir halt eben, der Akkustand liegt jetzt bei 87% bei beiden Akkus. Mhm. Wir haben hier die Gefahr, also die KMH, die gefahrenen Kilometer, die Modis. Hier haben wir sogar einen Temperaturanzeiger, die Uhrzeit. Ja. Und ansonsten? Ein Fahrmodi, also auch hier 3, 2, 1. Genau, da haben wir auch im ersten Gang fahren wir circa 50 km/h, im zweiten 70, 75 und im dritten dann die Endgeschwindigkeit mit 90 km/h. Mhm. Hier haben wir das noch einen Rückwärtsgang. Okay. Ist halt eben bei diesem Schwergewicht, sage ich jetzt einfach mal Schwergewicht, ja, zum Rangieren ist es halt eben schon sinnvoll, wenn man so einen Rückwärtsgang hat. Ne? Scheinwerfer gehen hier an. Genau, das ist dann im Prinzip Scheinwerfer und Blinker Fernlicht. Haben wir auch. Fernlicht, genau. Blinker geht's? Ja. Vorne und hinten. Macht gar keinen Ton. Das ist ungewohnt. Normalerweise macht's. Kein Schalter dran und Hupe. Hupe haben wir auch, genau. So, und hier haben wir dann im Prinzip haben wir dann hier auch noch einen Notausschalter. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwo stehe, mache ich den Not aus und dementsprechend passiert halt eben auch, wenn man Gas gibt, nichts. Ne? Dann, das Fahrzeug bewegt sich dann im Endeffekt nicht. Gut, also wer sich das Fahrzeug mal anschauen möchte, wir sind bei Emosa in Homburg. Nenn noch mal alle Kontaktdaten. Ja, also Eisenbahnstraße 36 in Homburg gegenüber dem Homburger Hof. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags, freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr und mittwochs geschlossen. Mhm. Also www.emosa.de, da stehen auch nochmal alle Kontaktdaten. Oder einfach vorbeikommen, anrufen und dann, ja, wir haben schon gezeigt, es gibt eine riesige Auswahl. Kommt einfach vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche viel Erfolg beim Verkauf. Vielen, vielen Dank.